Sergei Ogorodnikov aus Russland hat... Sehr wenig auszusetzen. Ein fantastischer Vortrag, wenn man ein Fazit zu ziehen versucht auf Grundlage der Ergebnisse von Stuttgart. So muss man sagen, sind die Dinge in Bewegung gekommen, aber noch nicht ganz da angelangt, wo vielleicht die Befürworter einer weniger ist mehr Schule sie gerne hätten. Sergei Ogorodnikov gewinnt. Dejo Ordi, der massivste der Männer auf der Bühne, wird Zweiter.